Obermeier könnte einem ja sympathisch sein, die ist viel rumgekommen. Genauso, ich bin ja Wahl-Oberfranke und Frau Hohlmeier ist Wahl-Oberfränkin, allerdings mit so einem anderen, mit anderer Bedeutung von Wahl, so mehr die passive Bedeutung. Naja, also gut, Wahl-Oberfränkin, Wahl stimmt nicht. Ja, eigentlich stimmt nur das Ober. Ich glaube, den Beruf gibt es nicht mehr aus. Gut, jedenfalls kommen wir zurück zur CSU. Die CSU geriert sich ja jetzt, und das schreibt sie sogar, als Lederhosen- und Laptop-Partei. Ja, das ist immer schon etwas moderner als bei der Gazprom-Partei, die ja mit Nadelstreifen und Schreibmaschinen arbeitet. Nun wissen wir natürlich auch, dass die CSU ja über einen sehr, sehr hohen Frauenanteil verfügt. Zumindest ist es der Anteil der Ehefrauen dort sehr groß. Insider hat mir erzählt, dass die Junge Union in Bayern immer nur aus Männern besteht und dass dann hinterher, wenn die dann heiraten und dann ihre Frauen mitbringen, dann gibt es die praktische Familienmitgliedschaft und dann haben die Fremdfrauen. Gut, aber um das jetzt ein bisschen auszugleichen, weil natürlich in der CDU keine Frau Lederhosen anziehen darf und wahrscheinlich auch kein Laptop bedienen darf, das weiß ich nicht, aber man ist doch da sehr für die Frau im Haus. Deshalb schlage ich vor, vielleicht könnte man mal werben mit Dirndl und Induktionskochfeld. Und also das CSU-Wiki wird es so schnell nicht geben. Die CSU fürchtet ja solch neumodischen Rouge, so wie der Teufel das Weihwasser. Und da sind wir natürlich auch wieder bei der Kernkompetenz der CSU, nämlich Teufel und Weihwasser. Ja, meine, Sozialismus ist der Teufel und christlich ist das Weihwasser, klar. Ne? CSU. Ja, also kommen wir dann doch zur eigentlichen Bürgerrechtspartei, der Piratenpartei, die, wie wir alle wissen, natürlich jetzt gerade dabei ist, ihr Programm auch auszubauen. Und da sieht man sehr schön am Wahlprogramm der NRW, von NRW, das empfehle ich allen mal zur Lektüre. Und auch hier im Süden der Republik tut sich ja einiges, die Andrasfabrik hat Ben ja schon erwähnt. Im Norden heißt das flüssige Rückkopplung. Aber Vorsicht, auch die CDU, die ich noch gar nicht erwähnt habe, baut aus. Sie will sich jetzt auch als Internetpartei etablieren und ist für die Einrichtung einer Enquete-Kommission und hat dort auch schon einen Vorsitzenden nominiert, Axel Fischer. Ja, Taus hat festgestellt, dass es sich hier bei den Kreationisten und fundamentalen Christen handelt. Aber wir sind natürlich religiös tolerant, das ist kein Problem. Leider hat er keine Zeit fürs Internet. Da fragt man sich, wo seine Kompetenz herkommt. Ich vermute, dass man bei der CSU glaubt, dass Google schon fast so allwissend sei wie Gott, dann kann man einem Christen da gut sagen. Auch die CDU möchte jetzt Anti-Atom-Partei werden. Der Umweltminister Norbert Röttgen spricht sich ja im Moment gegen die Atomkraft aus. Naja gut, wir können uns das leicht vorstellen. Der ist in das Ministerium gekommen als glühender Verehrer der Kernkraft, passt da sehr gut. Dann haben die, strahlend, dann haben die dem Strahlemann, das wollte ich gerade sagen, die Unterlagen vorgelegt. Da hat er gesehen, oh, Asse, das sieht ja nicht gut aus. Konrad und so, Vorleben. Und jetzt ist er ein bisschen dagegen. Naja, es gibt allerdings zum Glück für die Atomkraftbefürworter auch eine Kompetenzumschichtung bei der FDP, nämlich Rainer Brüderle. Der Wirtschaftsminister gastiert jetzt im Atomstreit und spricht sich für Atomkraftwerke aus. Da gibt es auch viel Geld bei der Atomenergie. Aber auch im Wirtschaftsministerium wirkt Brüderle mehr so wie ein Gast, weshalb man ja auch vom Gastwirtschaftsminister spricht. Es gibt noch mehr Kompetenzumschichtungen. So ist der vermeintliche Steuerexperte Westerwelle inzwischen im Außenamt und er arbeitet sich da ja auch ganz gut ein.
Und zwischendurch gastiert er dann in der Sozialpolitik. Und da brauche ich jetzt gar nicht mehr viel zu sagen. Heiner Geißler hat schon viel dazu gesagt. Zu der Frage der spätrömischen Dekadenz bemerkte ja Heiner Geißler, der ehemalige CDU-Generalsekretär, dass Caligula einen echten Esel zum Konsul gemacht hat und Frau Merkel macht Herrn Westerwelle zum Chef des konsularischen Kommers. Ich finde das aber ungerecht und unpassend von Heiner Geißler, denn man stellt sich das jetzt mal vor, Angela Merkel mit Caligula zu vergleichen, das passt nicht. Klingt ja ähnlich. Angela, Caligula, gut, ja, jetzt habe ich natürlich auch Wahlkampf gemacht und im Wahlkampf, da muss das auch wieder ein bisschen in Nordrhein-Westfalen tun, die Wahlkampf 100 macht es möglich, man hört dann immer wieder, ja, im Moment in der Finanzkrise kommt es ja gar nicht so sehr auf diese Internetthemen an, es kommt viel mehr darauf an, auf Kompetenz in Wirtschaftsfragen und da hätten andere Parteien, so wird gesagt, die größere Kompetenz. Na, schauen wir uns das mal genauer an, insbesondere in der NRW. Da hat man es, um es CSU-gerecht zu formulieren, ja mit dem Teufel und Beelzebub zu tun. SPD und CDU saßen im Aufsichtsrat der WestLB, wie übrigens auch wieder bei der HSA Nordbank, und haben mit ihrer geballten Kompetenz da ja einiges erreicht. Naja, Bankenkrise natürlich. Die Bankenkrise, irgendwie so vieles in der Stadt, in der eben alles ein bisschen auch in der Avantgarde ist, Vorreiterrolle Berlin. Wir hatten schon eine Bankenkrise, da konnten wir anderswo das Wort noch gar nicht schreiben. Aber die Krone gehört natürlich wieder Bayern. Die haben nämlich gleich drei Banken, die in der Krise sind. Die Bayern-LB, die Hypo Real Estate und die Hypo Alpe Adria. Und immer ist die CSU an vorderster Front im Haus. Alpe Adria gibt dem Wort Albtraum der CSU ein. Ja, so hat es die CSU geschafft, die Staatsfinanzen vor die Wand zu fahren, ganz ohne Transrapid. Ja, und von der neoliberalen FDP ist ja nun offenbar auch keine Kompetenz in Wirtschaftsfragen zu spüren. Jedenfalls kommen nur alte Ideen, Steuersenken und damit den Haushalt konsolidieren. Neue Ideen, Fehlanzeige. Und da kann man jetzt mal zur Piratenpartei schauen. Da gibt es tatsächlich neue Ideen. Open Source, Infrastrukturneutralität, Infrastruktursicherung, Investitionen in Bildung. Das sind doch alles Maßnahmen, die tatsächlich auch eine wirtschaftliche Komponente haben. Ich denke sogar, die Piratenpartei ist die einzige Partei mit neuen Ideen für die soziale Marktwirtschaft. Und ich denke auch in den Kernthemen gibt es einiges zu tun und auch da ist die Piratenpartei, hat die Piratenpartei eine gewisse Ausbaufähigkeit. Es soll natürlich weiter um den Kampf gegen das Grundgesetz gehen, aber hinzu kommen so Fragen wie Elena, der Jugendmedienstaatsvertrag. Letztlich sind diese Bereiche des Jugendschutzes letztlich viel drastischer und können viel stärkere Zensurmaßnahmen hervorrufen. Kindernet ist da das Beispiel oder auch Bundesnetz. Und hier ist auch die FDP kein Helfer, denn hinter Jugendschutzmaßnahmen verbergen sich oft Geschäftsmodelle und da wird die FDP sich dann vielleicht doch nicht mehr so für die Bürgerrechte ansprechen. Bleibt natürlich bei diesen Themen dabei, dass die anderen Parteien das Netz verstehen wollen, Ausdrucker wollen das Netz verstehen, aber können es nicht, kann man dann nur sagen. Oder sie haben halt keine Zeit. Und auch bei den Kernthemen der anderen Parteien sehe ich wenig Perspektive. Da setze ich dann doch mehr auf die Piratenpartei. Das zweite auf die